Statuette eines Mannes. Nicht geschnitzt, sondern magisch erzeugt. Schade, dass ich Triss nicht danach fragen kann. Tafelgeschirr, von dem Kaiser M. hier bei der Krönungsfeier speiste. Ah, hier ist Fringilla. Henkerseil des Stefan Skellen. Dolch des Wathier de Rideau. Assir war Anahits Halskette. Ob die echt ist? Joachim de Wetzschädel. Ziemlich düstere Kuriosität. Vollständige Rüstung der 7. Derlan-Brigade. Hervorragender Zustand. Porträt des Kaisers M. hier. Tempera auf Holz. Ziemlich geschmeichelt, würde ich sagen. Sultan, wir sollten uns auf den Weg machen. Ja, das sollten wir wohl. Es ist spät geworden. Warte doch! Gehst du schon? Was ist mit der Flasche, die du holen wolltest? Grüß dich, Pilsen. Wir haben eine Nachricht vom Boss. Nachricht? Was für eine Nachricht? Meister Hacker ist sehr unzufrieden. Augenblick mal! Wenn es in den Büchern Ungereimtheiten gibt, ich kann alles erklären. Zu spät. Schnappt ihn. Und ihr beiden verschwindet. Lasst ihn in Ruhe. Hacker zahlt bestimmt extra, wenn wir den Hexer töten. Na los, Jungs, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Deine arme Mutter, dass sie dich geboren hat! Hexer! Überall! Danke. Wie soll ich Hacker das bloß erklären? Schriftlich würde ich empfehlen. Stimmt. Ich muss packen. Viel Glück. Bis dann. Ach, du hast doch ein gutes Herz, Geralt. Übrigens, gute Arbeit bei dem Letzten. Das Blut ist fast bis an die Decke gespritzt. Ich habe mir oben Caesars Kabinett angesehen. Und? Kein Wunder, dass er damit nicht angegeben hat. Eine nilfgaardische Rüstung, ein Porträt von Emir. Joachim de Wetz Schädel, Wathier de Rideau's Dolch, Skellens Henkerseil. Ach du Scheiße, Igitt. Ekliger Kerl. Und dem habe ich die Hand geschüttelt. Aber hast du das Seil zufällig mitgebracht? Ich kenne ein paar, die dafür ein hübsches Sümmchen zahlen würden. Manche stehen auf solchen Kram. Nein. Ach, wenn du meinst? Ich habe auch eine Figur gefunden. Einen nilfgaardischen Soldaten. Auf ihr liegt irgendein Zauber, aber ich kann nicht sagen, was für einer. Triss dürfte das wissen. Gute Idee. Ich bringe sie ihr vorbei, wenn ich dazu komme. So, ein vollständiger Satz Karten. Und nun? Jetzt holen wir uns einen Riesenhaufen Geld dafür. Auf geht's! Der Austausch. Wir sollten ihn rasch hinter uns bringen. Hast du Angst, dass dein Kunde es sich überlegt? Nein, dann schon eher ich selbst. Ich hatte so viele Interessenten. Ich kam mir vor wie die Ballkönigin. Wer ist denn der Käufer? Der Freund eines Freundes. Ich weiß nicht viel über ihn, aber er gehört zum Dunstkreis des Herzogs. Das ist sicher. Du kennst mich, Geralt. Ich habe keine Vorurteile. Solange die Kasse stimmt. Ich kann's. Ah, endlich.
Ich fürchte, die Leiche ist schon kalt. Was soll das? Dein Kaufinteressent hat uns das Geld übergeben und ist verstorben. Etwa in dieser Reihenfolge. Es war doch hoffentlich nicht zu mühsam, die Karten zu besorgen? Versuch's doch mal selbst. Du willst mich herausfordern. Ich bin nicht so dumm wie der Graf. Das solltest du langsam wissen. An die Arbeit, Jungs. Den Zwerg will ich lebendig. Ich muss noch mit ihm plaudern. Alles klar. Geralt, der Bastard macht sich mit meinem Geld vom Acker. Mit unserem Geld, verdammt. Jagt dem Hurensohn nach. Ich kümmere mich um die anderen. Von hinten an! Wir können ihn nicht umbringen. Der fünfte Stalan, Hurenvorn, hat mir einen Fahnen aufgeflogen. Was? Ich verstehe kein Wort. Bleib einfach stehen. Lass mich! Scheiß Ertrunkene! Du könntest einen Hexer gebrauchen. Sehr amüsant. Wenn ich dir das Geld gebe, lässt du mich dann in Ruhe? Ja, du kannst gehen. Falls du kannst. Welche Chancen habe ich? Mit diesen Wunden? Keine großen. Bis dann. Und? Hast du ihn gekriegt? Und das Geld? Ja. Was ist mit dem Herzog? Hast du es ihm gegeben? Nein, ich habe ihn gehen lassen. Ach, ich hätte mitgehen sollen. Du weißt doch, dass er es auf mich abgesehen hat. Jetzt ist er sicher doppelt entschlossen. Das bezweifle ich. Ich glaube, er wechselt die Branche. Wenn er es lebendig da rausschafft. Also, Geralt, was willst du? Geld oder Karten? Ohne dich hätte ich's nie geschafft. Also hast du die Wahl. Wenn du Gold willst, kein Problem. Ich finde im Handumdrehen einen anderen Käufer für diese Karten. Ich würde gerne rausfinden, wie ich mit den Karten zurechtkomme. Wunderbar. Ich bring das Geld sofort zum Bettlerkönig. Da wird der Wichser Augen machen. Viel Glück, Sultan. Danke, Geralt. Und nicht vergessen, der König des Ponta ist der Welts. Böse Zeiten, wenn Bettler Briefe schreiben können, das verdirbt. Vor langer Zeit habe ich einer Frau vertraut. Und der da? Ich war bereit, meine Rechte anzunehmen. Die Reinigung ist gekommen. Das Feuer wird dich spüren.
Hexer können nicht die Pocken kriegen, oder? Wenn das alles vorbei ist, mache ich in Vysima ein Bordell auf. Ein echtes mit abgerissenen Wandbehängen und Stinkekerzen überall. Seid ihr dabei? Nach welcher Art Beitrag suchst du denn? Ihr müsst nur euren Mann stehen. Oder eure Frau, je nachdem. Geralt von Riva, gesund und munter. Wie hat es dich hierher verschlagen? Mit der Armee natürlich. Ihren Resten jedenfalls. Als Nilfgaard über die Jaruga kam, habe ich alles fallen gelassen und bin an die Front geritten, um zu kämpfen. Ich bin zur zweiten temerischen Armee unter Johann Natalis gestoßen. Wir sollten die Schwarzen bei Dol Blathana am Berg Carbon aufhalten. Das haben wir auch. 3 Tage lang. Dann haben sie Kleinholz aus uns gemacht. Kurz darauf hörte ich, dass Radovid seine Kräfte bei Novigrad sammelt, dass er geschworen hatte, für einen freien Norden zu kämpfen. Ich bin mit den Resten von Natalis Armee durchgebrochen, aber... Aber? Aber Radovid war nicht besser als M hier. Daher entschied ich mich für meinen eigenen Kampf. Was machst du hier? Skoyatel jagen? Du scherzt. Die Skoyatel interessieren keinen mehr. Temerien zählt. Sonst nichts. Spielst du Gwind, Roche? Ja, aber ich habe hier keine Gegner. Wenn du ein Blatt hast, hol's raus. Viel Glück. Du hast gewonnen. Glückwunsch. Hier, du hast die Karte verdient. Weißt du, welcher Gegner sich sonst noch lohnt? Ich habe von einem Mann gehört, der kürzlich durch Novigrad gekommen ist. Es wird dich interessieren, dass er auch ein Hexer ist. Lambert heißt er. Ich kenne Lambert. Wusste gar nicht, dass er Gwind spielt. Du könntest noch andere Leute herausfordern.
Carla ist ein guter Spieler, mit ordentlichen Karten. Der ist in der Gegend. Probier's doch mal. Halte ich lieber vom anderen Flussufer fern. Noch einen Streicher. Links, zwei. Habt ihr echt Könige ermordet? Du und dein Kommandant? Habe ich aber Appetit gekriegt. Hm? Bin ich recht informiert, dass du Karten spielst? Ich spiele alles. Würfel, Karten, Schach. Dabei kann ich mich entspannen. Suchst du nur ein Gesprächsthema oder willst du spielen? Gut, spielen wir. Aber denk dran, ich bin nur an guten Karten interessiert. Schrott will ich nicht. Telesmadiger Möse. Weißt du, wie lange es gedauert hat, bis ich das verfickte Blatt zusammen hatte? Nein. Kennst du übrigens noch mehr gute Spieler, die vor allem gute Karten haben? Ich habe in letzter Zeit viel von einem Typen namens Lambert gehört. Der Scheißkerl hat angeblich ein ganz böses Blatt. Du könntest ihn übrigens kennen. Er ist auch Hexer. Diese armen Wichte gesehen, die aus Velen geflohen sind? Willkommen bei Zu den Sieben, wie man so sagt. So. Was? Bist.
Ich glaube, ich habe was Schlechtes Grau, gegessen. Grau, aber ganz schön ungeduldig. Wer einen Magier bei sich versteckt, wird an seiner Seite sofort auf. Zeig. Zeig. Zeig mal, was du an.